Gehen? Ja, Aufnahme ist gestartet. Okay, hallo und herzlich willkommen auch jetzt an alle Zuschauer, die den Stream nicht am Anfang gleich gesehen haben. Wir sind wieder da bei Lady Layton und zwar mit mir und zusammen mit Alice Handy. Hallo! 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 Und mit Soundmark. Hallo! Hä, dafür hatten wir einen Sound? Meine Hand klingt auf einmal so anders. Was? Meine Hand klingt auf einmal so anders. Wie klingt sie denn? Normalerweise klingt sie ja so. Ja. Ach, und jetzt klingt sie aber plötzlicherweise... Hä, dafür hatten wir einen Sound? Genau. Das ist Handmark. Okay, okay. Und wir können ja jetzt weiterspielen zum Beispiel, ja. Und mit Emiliana reden, aber wir könnten auch... gucken, ob wir was im vorigen Fall übersehen haben. Richtig. Und deswegen, das tun wir jetzt. Und dann müssen wir auf das L-Symbol, ne? Ja. Hi. Hi. Möchtest du deinen Fortschritt speichern? Hi. Nein. Ja, von mir aus. So. Weil wir haben ja noch nicht oft genug gespeichert. Ach, die Scheiße. So, okay, erstmal an die Tafel. Ja. Okay. Wir haben sogar 3 Rätsel verpasst. Und 3 ganze Rätsel? Und 3 Hinweismünzen. Ich kann gut aufholen. Okay. Nein, bloß nicht. Doch. Okay. In diesem Fall, ermitteln. Genau. So, wir holen jetzt erstmal die ganzen Rätsel nach, die wir im letzten Fall verpasst haben. Genau, ich muss schließlich noch auf Gleichstand kommen heute. Nein. Bei einem zweiten Treffen mit Bürgermeisterin, bla bla bla, ja, und ja, dann so weiter. Wir wissen's. Wir haben so, ja, dann gucken wir mal. Fertig, okay. Hier ist ein Rätsel? Oder was? Und 3 Hinweismünzen. Aha. Na dann. Ich habe einen Big Ben. Einen. Der hat irgendwie immer Münzen, oder? Und einen in einem Schornstein rechts. Oh, da drüben ist die Tower Bridge. Ist sie nicht imposant? Ist doch komisch, dass die Brücke jetzt völlig anders aussieht als am Tag. Also nicht komisch wie in lustig, sondern merkwürdig komisch. Die Tower Bridge sieht aus, als würden sich 2 Riesen die Hand reichen, finde ich. Hm. Ja, wenn man das so will. So, wo war? In einem Schornstein rechts. Da. Und links. Da in dem Schornstein. Genau. Okay. Und auf einem Dach rechts ist ein Rätsel. Hier? Rechts. Nee, rechts hier. Ah, dieses... Und weiter runter da. Okay, da ist das Rätsel. Gut, dann... Oh. Ja, bei mir sieht sie schön aus. Bei dir hat sie jetzt nur die gleichen Klamotten wie immer an. Ja, aber das ist ja wohl um einiges schlimmer. Okay, Ja? Ja. In so einem großen Gebäude wurden sicher jede Menge Leute und dieses Gebäude wurde sicher und gleich zerstört. Und dann wieder aufgebaut. Ja. Ja. Ja, und alle sind Nachbarn. Ja, das macht Sinn. Mhm. Wenn in einem Gebäude mehrere Leute wohnen, dann sind das Nachbarn. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Herr Ober. Ja, was? Potzblitz, das ist sicher unglaublich kompliziert, sich zu merken, wer in welchem Stockwerk... Oh nö, nicht dieses... Wer raucht mal Boro-Rätsel, oder? Ja. Kennst du dieses Einstein-Rätsel da? Ja, ich hab das so schnell gelöst. Oh, da hatte ich auch mal eins zu gemacht in meiner Rätsel-Dings. Das ist jetzt ein Witz. Na, erst mal gucken. Vielleicht ist es ja was anderes. Vielleicht haben wir ja Glück. Weil der Text darf ja nicht zu lang sein. So, ich stell mal um. Okay, aber los. Aber es ist trotzdem was, wenn ich gut bin. Okay. Diese 4 Personen A, B, C und D wohnen auf unterschiedlichen Stockwerken eines 9-stöckigen Hauses. Kannst du herausfinden, auf welchen Etagen sie wohnen? A, ich wohne 3 Etagen unter D. B, ich wohne in der 7. oder 8. Etage. C, ich wohne auf einer ungeraden Etage. Die Etagen, auf denen wir wohnen, sind gleich weit voneinander entfernt. Thank you.
das überhaupt? Die macht mir irgendwie dort Sorgen. Ich bin irgendwie gerade ganz... Warte mal. Ah! Hä? Warte, ich hab... Warte. Also für mich geht dieses Rätsel gar nicht. Doch, für mich schon. Warum? Irgendwas habe ich falsch verstanden. Ich bin... Das ist gemein. Ach so, oh, natürlich. Ist das dämlich? Oh nee, warte, geht nicht. Geht bei mir nicht auf, scheiße. Was heißt 3 Etagen unter? Hä? Was heißt 3 Etagen unter? Heißt das, wenn jemand im 4. Etage wohnt, dass der andere jetzt in der 1. Etage wohnt? Was? 3 Etagen unter mir. Heißt das dann, wenn das ja, der eine wenn, im 4. Ja, Etage und der eine andere in der 1. Etage zum Beispiel? Ich denke ja. Ja, oder? Ich habe erst die ganze Zeit mich an diesen 3 Etagen aufgehalten. Die sind alle gleich weit voneinander entfernt, aber Richtig. Trotzdem ist ja einer 3 Etagen vom anderen entfernt. Richtig, und das heißt, es geht eigentlich nur eine Möglichkeit, wie das gehen kann. Also es ist, eigentlich geht es ja nur mit 0, 3, 6 und 9. Eben nicht, das ist es ja. Denn, weil einer wohnt ja sowieso auf Etage 7 oder 8. Ja. Das heißt, es kann nicht 3, 6, 9 ja. und 0 sein. Ja, ich weiß. Und deswegen ist mir mal was anderes aufgefallen. Also ich habe schon gedacht, der Clou ist einfach nur, dass es eine Etage 0 halt gibt. Mhm. Der Clou ist was anderes. Dass es Dachgeschosswohnungen gibt? Nee, die wohnen nicht alle so weit auseinander wie A und D. Die Etagen, auf denen wir wohnen, sind alle gleich weit voneinander entfernt, ja. Aber A und D sind nicht eine dieser Einheiten voneinander entfernt. Kira, du hast gerade das erste Rätsel, das wir gelöst haben, so halb verpasst. Also, das hier ist jetzt das erste. Scheiße, du holst auf und ich fühle mich gerade voll dumm. Naja, pass auf. A und D sind 3 auseinander. Das heißt, es gibt wie viele, also was gibt es denn für Möglichkeiten? Du hast ja schon gesagt, dass alle 3 auseinander sind, ne? Alle sind 3 auseinander. Aber wer sagt denn, dass das so ist? Sie sind gleich weit auseinander. Sie sind nicht zwangsläufig die alle 3. Die Etagen, auf denen sie wohnen, sind gleich weit voneinander entfernt, ja. Ja.
Ach so, meinst du jetzt, eine Etage ist jetzt irgendwie doppelt oder sowas? Nein, auch nicht. Also die Etagen sind oder wirklich tatsächlich von... Oder was meinst du? Nein. Wie willst du denn das eintragen? Eben, aber es ist... Nee, die sind... Na, wenn A und D drei auseinander sind, ist es möglich, dass dann jeder von den zwei Etagen weit von dem jeweils nächsten entfernt ist? Nein. Was wäre noch möglich? Eine? Das geht nicht. Warum nicht? Weil die einen drei... Scheiße. Ich habe auch erst so lange gebraucht. Ich habe auch erst gedacht, das ist 9, 6, 3, 0. Und dann habe ich gemerkt, nee, der eine ist auf 8 oder 7. Das kann gar nicht gehen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, klar, die können ja alle eine Etage auseinander sein. Und dann war es einfach. Ja, warte mal. C ist auf einer Ungeraden. Mhm. A wohnt 3 unter D. Also A und D. Genau. Und B wohnt auf der 7. oder 8. Und C auf einer Ungeraden. Also würde ich mal sagen, C ist jetzt mal auf der 7. Mhm. Und B also auf der 8. Richtig. Los, Team Windy, unterstützt sie! Oh, warte, scheiße, Notiz. A war jetzt so... Nee, D war auf der 9. Mhm. Welcher ist jetzt davon D? Der ist D. C war auf der 8. Nee. Zurück. Notiz. Nee, C war B, ungerade. B war auf der 8. Mhm. C war auf der 7. Ja. Und der war auf der 6. Ja. Ich werde dich eingeholt. Nein, keine Sorge. Kira bleibt neutraler Rätsel-Countermeister. Hervorragende Arbeit. A wohnt in Stockwerk 6, C in Stockwerk 7, B in Stockwerk 8 und D in Stockwerk 9. Herauszufinden, wie nah sie beieinander wohnen, ist ein Weg zur Lösung. Hm. Bling. Von hier aus sieht man ja ganz schön viele Gebäude, was? Ja, Bürgermeisterin Lovoni da hat einen grandiosen Ausblick. Und jetzt habe ich einen grandiosen Ausblick auf Bürgermeisterin Lovoni da. So, das haben wir jetzt im nächsten orangen Spot. Ja. Okay, was fehlt uns hier? Was fehlt uns hier? Hier fehlt uns ein Rätsel. Ein Rätsel? Ja, kann ja nicht mehr anders sein, weil... Ja, wollen wir mit Bobby reden? Ah, hier ist Schnurrbart! Wie haben wir den übersehen? Ja, wann stand der auf einmal da? Ich wollte gerade... Eigentlich sagt er Ich wusste, dass diese Begegnung früher oder später noch stattfinden würde. Ich wusste, dass es da noch etwas zu bereden gibt. Was genau? Das liegt doch auf der Hand. Es geht um meine Rätsel und den Beweis, dass nur jemand ganz Besonderes das Zeug dazu hat, ein Schnurrbärt-Rätsel zu lösen. Also Rätsel mag ich tatsächlich, ja. Außer Mathematikrätsel. Ja. So, nächstes. Nächster Punkt für mich. Kistenkracher. Oh nö. Warte. Ja. Schieße 2 Kanonenkugeln ab, um alle Würfel zu zerstören. Du kannst nur Würfel in der untersten Reihe treffen. Wird ein Würfel zerstört, fallen alle über ihm nach unten. Bilden die Würfel Zahlen nebeneinander, liegender Würfel eine Zahlenfolge, die mit einer 1 beginnt, werden alle Würfel dieser Reihe zerstört. Welche Würfel musst du treffen, damit du alle mit nur 2 Kanonenkugeln zerstören kannst? Berühre eine Kanone, um auf den Würfel deiner Wahl zu schießen. Okay. Mmh.
Ja, ich hab's auch. Weiß ich, wie man das löst. Oh, ja, war nicht schwer, aber ja, tatsächlich. Man sieht trotzdem gerade hübsch aus. Ja, das tust du. Das liegt einfach daran, das ist einfach ein schönes Kostüm. Was du hast und was ich habe, ist nicht so schön. Ja. Ja. 14, 12. Hervorragend gewürfelt. Okay. Da, gelöst.